Die Märkte sind schon so ein bisschen sommerlich unterwegs. Es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter, ohne wirklich ganz klare Linie. Das Highlight des heutigen Tages ist aber, dass der Goldpreis über die 1800er Marke gestiegen ist. Und die Frage ist, wird dieser Anstieg jetzt weitergehen? Wird sozusagen die Geschichte in den Himmel wachsen wie Bäume? Oder ist doch einiges zu beachten, was vielleicht den Goldpreis dann auch wieder drücken wird? Diese Frage will ich in diesem Video vielleicht ein bisschen anreißen, ein paar Anregungen geben, worauf zu achten ist. Einer der zentralen Faktoren, auf die zu achten ist, das ist die Bilanzsumme der Fed. Aber es ist vor allem zunächst mal, wie viel Geld fließt denn in Gold? Und hier gibt es ja Exchange-Traded Funds, ETFs, die goldbasiert sind. Und es gibt ETCs, Exchange-Traded Commodities. Und wir sehen, wir haben hier massive Zuflüsse in diese Produkte, stärker, deutlich stärker und steiler die Kurve hier, der helle Chart oder die helle Linie im Vergleich zu der Finanzkrise 2009. Da haben wir einen konstanten Anstieg. Hier geht es jetzt doch relativ steil nach oben. Das unterstützt natürlich der Preis. Die Bilanzsumme respektive die Geldmenge, die draußen ist, die ist natürlich ein entscheidender Faktor. Wir sehen hier, dass allein bei der Federal Reserve die Geldmenge M1 massiv gestiegen ist, hat sich um den Faktor 1,8 jetzt in kurzer Zeit erhöht. Also wir sehen, da ist natürlich eine Ausweitung der Fall. Gold ist nicht beliebig vermehrbar. Digitales Geld, das die Notenbanken drucken, aber ist vermehrbar. Das unterstützt natürlich rein fundamental den Goldpreis. Ist diese Geschichte jedoch so, dass die Bilanzsummen der Notenbanken immer stärker ausgeweitet werden. Derzeit sehen wir zumindest bei der Fed-Bilanz, dass die stagniert. Heute Nacht kommen neue Daten der Fed über die Bilanzsumme. Wir sehen aber, dass in den letzten 3 Wochen die Bilanzsumme leicht geschrumpft ist, der wichtigsten Notenbank der Welt. Eigentlich ein kleines Kontraargument gegen Gold. Und möglicherweise wird die Bilanzsumme weiter schrumpfen der Fed, denn der New York Fed Head of Markets hat heute gesagt, ja, die Käufe der Fed in Sachen Bonds, die könnten doch langsamer werden, das Volumen könnte sinken. Und man hat bei Corporate Bonds, also bei Unternehmensanleihen, hat man schon ein Drittel reduziert, die täglichen Käufe. Also es ist so, dass offenkundig hier die Bilanzsumme der Fed derzeit nicht wirklich deutlich steigt, sondern eher leicht schrumpft. Und wir haben hier erste Äußerungen jetzt von Offiziellen der Fed, dass man sogar möglicherweise die Geschichte ein bisschen weiter runterfährt, weil man eben sagt, Market Functioning Improved, die Märkte funktionieren besser. Das war ja das Argument von Jerome Powell auch in Pressekonferenzen, warum man jetzt diese Politik betreibt, damit die Märkte funktionieren, damit es Käufer und Verkäufer gibt. Wer es glaubt, wird selig. Es hängt einfach zu viel dran für die Amis. Der Aktienmarkt hängt dran, der Wohlstand der Amerikaner hängt weitgehend dran. Also dennoch ist jetzt eben der Aktienmarkt deutlich gestiegen, etwas deutlicher als die Wirtschaftserholung. Dementsprechend tritt die Fed jetzt ein bisschen auf die Bremse. Wir sehen eine völlig konträre Entwicklung in Sachen Verschuldung und Renditen, also Zinsen. Hier haben wir zum Beispiel die Bond Yields, also die Anleiherenditen unterer Chart, die sinken immer weiter, während die Verschuldung immer weiter nach oben geht. Normalerweise ist es genau andersrum. Wenn die Verschuldung nach oben geht, dann verlangen die Anleger, die Investoren eigentlich höhere Renditen. Das ist nur möglich, dieser Widerspruch, wenn man so will, durch die Politik der Notenbanken. Aber es gibt eine Situation, die eben Gold deutlich unterstützt, und das ist eben diese Absenkung der Renditen. Wir haben hier bei den deutschen Anleihen, da ist die gesamte Zinskurve negativ, sogar 30-jährige Staatsanleihen aus Deutschland sind negativ. Wer also Deutschland für 30 Jahre Geld leiht, der ist bereit, sogar einen kleinen Aufpreis dafür zu bezahlen, dass er Schulden kauft. Das ist natürlich eine absurde Situation. Und dementsprechend, die Fed tritt ein bisschen auf die Bremse, aber die EZB tut das nicht. Wir sehen hier neue Allzeithochs bei der Bilanzsumme. 6,289 Billionen Euro ist die inzwischen schwer, vor allem weil man QE betreibt. Aber, und das ist interessant, weil man die Goldbestände aufwertet. Die EZB hat ja Goldbestände in ihrem Depot und die werden mehr wert. Dementsprechend steigt dann auch die Bilanzsumme. Jedenfalls ist die EZB noch voll auf dem Gaspedal, während die Fed schon ein bisschen auf die Bremse getreten hat. Wie weit könnte Gold jetzt also noch steigen? Hier ein Chart von Henrik Becker, der zeigt, dass wir aus diesem Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen sind. Und das nächste Kursziel wäre dann eigentlich, wenn man einen neuen Aufwärtstrendkanal ziehen würde, diesen steileren Aufwärtstrend,
Kanal, den Sie hier sehen, und dann wäre das nächste Ziel 1850, dann wahrscheinlich ein Rücksetzer und dann möglicherweise noch mein Einstieg auf 1900 Dollar, so zumindest die Projektion von Henrike Becker. Anderes Thema. Das zweite Thema, was dann die Aktienmärkte heute mehr bewegt, das ist wieder mal Coronavirus, vor allem in den USA. Wir sehen heute über 60.000 neue Fälle, respektive die gestern gemeldeten, heute veröffentlichten Zahlen, über 60.000 neue Corona-Infizierungen. Wir sehen also, dass diese Kurve hier nicht abflacht, sondern praktisch neue Allzeithochs erreicht. Und sie erreicht sie vor allem im Süden in der USA. Wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht auf 1 Million Einwohner, dann hat Arizona derzeit sogar schon ein größeres Problem als New York auf dem Hochpunkt. Das muss man sich vor allem vorstellen. Florida, South Carolina, Louisiana, Texas, das sind die Problemkandidaten inzwischen. Und wenn man sich hier diese Grafik mal anschaut, wenn diese Bundesstaaten in den USA wie Arizona, wenn das Länder wären, also eigenständige Länder, und man würde rechnen, wie viele Neuinfektionen auf 1 Million Einwohner sind der Fall, dann wäre Arizona Nummer 1 der Welt, Florida Nummer 2, South Carolina Nummer 3, Nummer 5 Louisiana, Alabama, Nevada, Mississippi, Texas, Georgia, also alle praktisch in den Top 10, bis auf zwei Ausnahmen, nämlich Bahrain und Katar und Oman. Ne, da ist man ja eine super Gesellschaft. Also da sieht man, wie krass das Problem ist. Und inzwischen ist die Situation eben die, sorry, da habe ich mich verdrückt, dann gehe ich wieder zurück. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist nämlich, dass natürlich dann jetzt viele Bars, Restaurants etc. wieder geschlossen werden. Heute hat Cuomo, der Gouverneur von New York, gesagt, ja, wir werden erstmal bis mindestens 6. August den Ausnahmezustand Emergency Order aufrechterhalten. Man will die Schulen nur partiell öffnen im September und Donald Trump ist davon genervt, weil er muss ja irgendwie das Gefühl vermitteln, dass alles super in Ordnung ist, dass kein Problem ist, nicht, dass die Wirtschaft wieder teilweise zumacht, das wäre für ihn, für seine Wiederwahlchancen schlecht. Jetzt sagt er, ja, guck mal nach Dänemark, nach Deutschland, nach Norwegen, die haben doch auch ihre Schulen offen. Was macht ihr hier für ein Theater, ihr bösen US-Demokraten? Und er droht hier Bundesmittel zu entziehen für diese demokratisch regierten Bundesstaaten. Also das Ganze hat dann auch eine ganz klar politische Dimension. Insgesamt sehen wir einen weiteren Anstieg der Bankrotte, vor allem in den USA, vor allem aus dem Bereich Consumer Discretionary, ein Bereich, zu dem auch Amazon, by the way, gehört. Fast 40% aller Bankrotte stammen aus diesem Sektor, aber auch Healthcare über 10%, eine Branche, die ja boomt, dennoch fast jede zehnte oder über jede zehnte Insolvenz aus diesem Sektor, Technologie nur 4%. Heute hat es Brooks Brothers erwischt, ein über 200-jähriges altes Unternehmen, das in feiner Bekleidung unterwegs ist. Aber, und das ist typisch, das hochverschuldet ist, wie so viele amerikanische Firmen und deswegen ein Problem hat. Und abschließend, was zukünftig ein Problem sein könnte und werden könnte, ist, dass eben die Leute sagen, hier in Umfragen in den USA, dass sie für viele Bereiche weniger Geld ausgeben werden, wie zum Beispiel Tickets für Kinos, Sportevents, in die Bar gehen etc. All das sind nicht gute Vorboten für den Konsum der Zukunft und die amerikanische Wirtschaft, wie so viele Wirtschaften auf der Welt, basiert ja auf Konsum. Schauen wir uns jetzt einmal die Charts an. Hier sehen wir Gold gleich und mit 1811 Dollar geht es weiter nach oben, fast auf Tageshoch. Es geht also sozusagen jetzt langsam. Es ist kein Ausbruch irgendwie, wo man sagt, das ist ja explosiv, sondern es geht so Stück für Stück nach oben. Die 1800er Marke ist überwunden. Schauen wir uns mal die US-Aktienindizes an. Sehen wir dieses Rauf und Runter. Zunächst mal ging es rauf nach Börseneröffnung in den USA beim Leitindex S&P 500. Dann kamen die Florida-Corona-Zahlen, ging es runter, dann wieder der Erholung, jetzt wieder ein bisschen zurück. Also man weiß nicht genau, wohin. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, ich sage es jetzt für einige Zeit das letzte Mal. Wir sehen hier den DAX, der so ein bisschen, naja, nach unten tröpfelt, ohne wirklich Dynamik auf der Unterseite jetzt zu entfalten. Sommermärkte könnte man sagen, schauen wir uns den Euro an, der aktuell bei 1,1339 handelt. Also wir sehen schon eine gewisse Dollarschwäche. Auch das natürlich wichtig für Gold. Wenn der Dollar stark ist, dann hat das Gold meistens ein bisschen schwieriger. Aber es geht jetzt hier eben nach oben. Obwohl die Bilanzsumme der EZB deutlicher steigt oder deutlich nach oben gerichtet ist, während die Fed bereits stagniert. Aber die US-Finanzpolitik ist vergleichsweise unsolide und basiert auf Schuldenausweitung. Und wir sehen,
Das amerikanische Crude Oil bei $40.90. Also, das sind die Faktoren, Anleiherenditen zu beachten, Bilanzsumme der vor allem der Fed, aber auch der EZB zu beachten, als der beiden wichtigsten Notenbanken, und natürlich der Dollar als ein Faktor, Renditen, Bilanzsummen, der Greenback, das sind die drei Treiber für Gold. Und wir sehen, dass zumindest die Bilanzsumme der Fed stagniert, leicht rückläufig ist. Und das wird eine Entwicklung sein, auf die man achten muss. Wir sehen immer wieder, dass Aktienmärkte zugleich mit dem Gold steigen und zugleich mit dem Gold fallen. Also das hängt auch damit zusammen, wenn die Bilanzsumme sich ausweitet, ist das positiv für Aktien und für Gold. Und wenn sie schrumpft, ist das negativ für Aktien und eben auch für Gold. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend. Das war zunächst mal das letzte Marktgeflüster. Ich bin morgen Mittag nicht mehr da. Morgen nochmal ein Videoausblick und ein Sondervideo gegen Mittag. Und dann die nächsten regulären Videos in der Woche, die ab dem 20. Juli beginnt. Jetzt sag ich Servus und Ciao. Machen Sie es gut, kommen Sie gesund wieder. Ich gebe auch mein Bestes, dass bestimmte Unfälle jetzt nicht mehr passieren bei mir. Gell? Also, Servus und Ciao.